Hallo. Sind Sie vom Auktionshaus in München? Ja. Die Nonnen sind noch bei der Morgenmesse. Hm. Aber es kann sich nur um Minuten handeln. Wenn Sie schon mal reinkommen wollen ins Refektorium, dann können Sie dann warten. Schönes altes Gemäuer. Das Refektorium ist drin. Herbert, du hast recht. Das ist ein Kloster. Was machen wir jetzt? Na, warten. Irgendwann wird er wohl wieder losfahren müssen, oder? So, das sind die alten Kontobücher. Da ist alles dokumentiert über den Likör. Rechnungen, so ein Zeug. Ach ja. Und hier in der Kiste, das sind die alten Etiketten von damals, bevor die Produktion eingestellt wurde. Jahrgang 1944. Und Sie arbeiten hier? Nein, wir haben drüben in dem alten Stall unseren Jugendclub. Aber ich muss dann jetzt los. Schwester Lottes Wagen muss noch fertig werden. Sie können sich ja inzwischen schon mal bequem machen. Sie kommt dann sicher gleich. Der Leib Christi. Amen. Der Leib Christi. Amen. Der Leib Christi. Amen. Der Leib Christi. Amen. Der Leib Christi. Der Leib Christi. Schwester, was ist? Barbara! Das ist mir richtig so. Das sah ganz elend aus. Das ist ja auch kein Wunder. Sie hat seit Tagen nichts Richtiges gegessen. Lotte, der Typ aus München ist da, erwartet im Besucherzimmer. Ist recht. Gib mir ein Glas Wasser. Soll ich Dr. Richter verständigen? Nein! Ich habe übrigens die Zündkerzen in Ihrem Wagen ausgewechselt, damit sie wieder laufen. Danke, Manni. Die Schwester Oberin ist jetzt da. Ich melde mich wieder. Bis dann. Grüß Gott, ich bin Schwester Lotte. Grüß Gott, Christlein. Um gleich etwas vorwegzunehmen, ich bin nicht die Oberin, das ist Schwester Felicitas, aber ich bin in dieser Angelegenheit mit allen Vollmachten ausgestattet. Verstehe. Und? Was meinen Sie? Tja, ich fürchte, mehr als 50 bis 100 Euro für so eine Flasche dürfen Sie nicht erwarten. Nur? Bei 50 Jahre altem Wein, voll dokumentiert, mit intaktem Kork, wäre es was anderes. Haben Sie die Etiketten gesehen? Ja, aber die sind nicht auf den Flaschen. Aber man kann sie doch dran machen. Für die Auktion, das sieht doch sehr hübsch aus. Das wäre Betrug, Schwester. Wie viel haben Sie denn noch davon? Wenn in jeder Kiste 12 Flaschen sind, plus die Ballons, das sind 120 und ein paar extra, aber die würde ich gerne behalten. Ich mache Ihnen ein Angebot. 20.000. Oder Sie warten bis zur Auktion und riskieren, auf der Lage sitzen zu bleiben. Nein, ich brauche Minimum 28.000, um die aufgelaufenen Rechnungen bezahlen zu können. Was ist überhaupt in den Flaschen? Ich weiß nur, dass es gut schmeckt. Möchten Sie mal probieren? Also keine Sorge. Nicht. Eine unserer Mitschwestern benutzt das Getränk seit Jahren als zu Heilzwecken. Es soll die Nerven stärken, die Blutzirkulation fördern. Man kann es natürlich auch einreiben, bei Muskelkater und so weiter. Wir sind dabei zu überlegen, ob wir die Produktion wieder aufnehmen, aber leider ist die geheime Rezeptur verschwunden. Das ist kein Likör, das ist Kräutergeist, das ist nicht übel. Nicht wahr? Wenn auch etwas bitter im Abgang. Oh. Ich habe mich erkundigt.
Eine Flasche 50 Jahre alter Whisky bringt wesentlich mehr als, was ist 20.000 durch 120? Rund 160. Sehen Sie, und das ist mir zu wenig. Sie können ja ein Angebot von unserer Konkurrenz einholen. Schade. Ich werde das mit meinen Mitschwestern besprechen. Ich gebe Ihnen dann Bescheid. Wie Sie meinen, aber das Geschäft muss noch heute über die Bühne. Sonst müssen Sie warten bis der Herbstauktion. Ich rufe Sie dann heute Nachmittag an. Meine Handynummer haben Sie. Ja? Ich nochmal, ja. Gute Nachrichten. Das Zeug ist fantastisch und viel älter, als die Nonnen glauben. Wenn du willst, kannst du die ganze Lage für 120.000 haben und auf dem internationalen Sammlermarkt für 200.000 verkaufen. Mit Originaletiketten, sogar der Staub auf den Flaschen ist über 100 Jahre alt. Was? Nein, da bist du leider schlecht informiert. Bei der letzten Auktion in London hat ein 50 Jahre alter Scotch aus George Fiskeller über 12.000 Pfund gebracht. Ja, weil allein die Flaschen in das Zeug ist mehr Sammlerwert haben. Warum? Warum? Weil ich unter Druck bin und das Geld brauche, sofort. Ausrichten, dass er sie dermaßen einen gewissen Körperteil treten wird, dass sie hochkrant aus dem Rathaus fliegen, wenn bis Freitag keine Entscheidung fällt. Dieser Hermann, immer mit dem Kopf durch die Wand. Von politischen Schachzügen hat er keine Ahnung. Nein. Hier. Haben Sie es gelesen? Nein. Einmalige Gelegenheit, 120 Flaschen über 50 Jahre alter Klostergeist gegen Höchstgebot abzugeben. Anfragen unter 08, das ist die Nummer von den Nonnen, ja? Die wollen mit diesem Deal, wollen sie sich gesund schlussen. Ist doch klar. Und? Dann können die Nonnen doch endlich ihre Schulden bei der Gemeinde abzahlen. Und haben genug Geld übrig, alle baupolizeilichen und hygienischen Auflagen zu erfüllen für ihre Wochenendseminare. Ja. Und? Ja, rufen Sie Ludwig an, der soll sofort hier antatzen. Der Gerichtsvollzieher? Herr Wöller? Frau Lambert, wenn Sie oder ich unsere Rechnung nicht bezahlen, dann kommt wer? Spätestens nach der dritten Mahnung und klebt einen Kuckuck auf dem Fernseher, na? Sie wollen den Nonnen ihre Flaschen pfänden lassen? Ja, es ist tragisch. Was soll ich machen? Jetzt rufen Sie schon an. Ja, Sie haben noch die Nummer, oder? Rufen Sie an. Den Klostergeist verkaufen. Und alles wegen ein paar tausend Euro, die sowieso nicht reichen, um die Rechnung zu bezahlen. Felicitas, das sagst du doch nur, weil du die Flaschen selber behalten willst. Ich? Agnes, wie kommst du darauf? Felicitas. Und? Was meint er? Höchstens 20.000. Zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig. Habt ihr noch eine Tasse Kaffee für mich? Ja. Hast du nun verkauft oder nicht? Nein. Sehr gut. Lotte, ich meine ja nur, ich muss jetzt in die Klinik. Sophie? Ich muss mit dir über Barbara reden. Ich weiß doch auch nichts. Barbara redet ja kaum noch mit mir. Mach mir doch nichts vor, du weißt, was mit Barbara los ist. Naja, schon. Aber das soll sie ihm selber sagen. Dr. Richter, sie hat die Geschichte mit ihm nicht abgebrochen. Ich weiß nur, dass sie sich letzte Woche mit ihm getroffen hat und ihm seitdem aus dem Weg geht. Aber sie heult sich fast jede Nacht in den Schlaf. Ich werde mit ihr reden. Was soll ich denn machen? Dass sie bei der Kommunion umgekippt ist, ist doch der Beweis dafür, dass sie sich schuldig fühlt. Lass es gut sein. Was soll daran gut sein? Gut ist, dass es jetzt passiert ist und nicht nach dem Wein. Ich habe Arbeit für dich. Ich brauche eine Aufstellung sämtlicher monatlicher Umkosten. Strom, Wasser, Heizung. Kein Problem mit dem Computer. Und lass dir von Agnes bitte die Belege geben, was sie monatlich als Haushaltsgeld benötigt. Und wann brauchen Sie das? Ich muss nämlich ins Pfarrhaus. Heute Abend. Ich muss doch der Mutter Oberin einen Investitionsplan präsentieren.
Hat es geklappt mit dem Auktionator? Nein, er will nur 20.000 geben. Das gibt's doch nicht. Der will sie reinlegen. Wie sind Sie überhaupt an den geraten? Er heißt Christlein. Ich dachte, der Name wäre vertrauenserweckend. Naja. Außerdem hatte ich nicht lange Zeit zu suchen. Er muss bis heute Abend Bescheid haben. Ansonsten müssen wir warten bis zur Herbstauktion. Name hin oder her, der will uns verarschen. Sophie! Sorry, verladen. Ich bin's, Herr Pfarrer. Ich kann heute nicht kommen, ich muss hier Buchführung machen. Na, bis zum Mittag dürfte ich fertig sein. Danke. So, Herr Christlein, dann wollen wir mal sehen, wer hier wen über den Tisch zieht. Herr Ludwig. Na endlich! Wo stecken Sie, Mensch? Wir telefonieren seit Stunden hinter Ihnen her. Na, dann sorgen Sie auch dafür, dass wir mit Diensthandys ausgestattet werden. Ich bin eben erst zurückgekommen von meiner Tour. Ein Kaffee für Herrn Ludwig? Mit Milch und 2 Stück Zucker. Und koffeinfreien, bitte. Jetzt noch? Ist doch gleich Mittag. Wenn Herr Ludwig einen koffeinfreien Kaffee haben will, dann kriegt er den. Na los. Wollen Sie Ihre Schwiegermutter pfänden lassen, oder warum dieser Service? Schwiegermutter? Sehr witzig. Bitte sehr. Nein, nein. Es geht um die Nonnen. Meine Geduld ist am Ende. Dritte Mahnung, keine Reaktion, geschweige denn Bezahlung der Schulden. 28.417. Inklusive Zinsen plus Mahngebühren. Aber das ist doch sinnlos. Sie sind doch arm wie die Kirchenmäuse. Von wegen. Die sitzen auf einer Goldmine, Herr Ludwig. 120 Flaschen, über 50 Jahre alter Klosterschnaps plus Ballons, ja? Ich habe einen alten Klassenkameraden angerufen. Er meint, wenn das Zeugs noch halbwegs genießbar ist, dann reden wir hier von einem Betrag zwischen 50 und 60.000. Ja? Also, fahren Sie hin und tun Sie Ihre Pflicht. Zwangsvollstreckung? Jedenfalls müssen die Werte sichergestellt werden, bis die Rechnung an die Gemeindekasse beglichen ist. Na gut, ich werde sehen, ob ich das nächste Woche irgendwie einbauen kann. Sind Sie verrückt? Sie trinken jetzt Ihren Kaffee und dann nichts wie hin? Hier, jede Sekunde zählt, ja? Sonst ist alles weg und die Gemeinde schaut mit dem Ofen ins Gebirge. Was ist für ein Laber? Wo bleibt der Kaffee? Also heute wird es auf keinen Fall mehr was, Herr Bürgermeister. Was? Herr Ludwig, ich muss Sie ja wohl nicht daran erinnern, dass auf meinem Tisch seit Wochen der Antrag für den Bau einer Garage liegt, für die Sie Gemeindegelände brauchen. Gelände? Ja. Es geht um 4 Zentimeter. Ja, die Sie brauchen, damit Ihr Wagen da reinpasst. Weil ich 5 Meter von der Grundstücksgrenze wegbleiben muss. Richtig. 5 Meter und keine 4,96 Meter. Aber wie Sie wissen, ist das ja Auslegungssache. Und ich meine, ich bin unter gewissen Bedingungen bereit, mich für Sie ins Zeug zu legen, wenn am Montag Ihr Antrag in der Sitzung des Baureferats ansteht. Na gut. Aber ich kann erst nach Feierabend, so gegen 17 Uhr. Na wunderbar. Schauen Sie, da kommt schon Ihr Kaffee. Mich müssen Sie entschuldigen, ich habe einen Termin. Hier ist Ihr Kaffee mit 2 Stück Zucker. Koffeinfrei. Also so geht das nicht, Barbara, und das weißt du auch. Kann ich dir irgendwie helfen? Das geht gleich wieder. Du willst nicht in den Kindergarten? In 2 Jahren keinen Urlaub genommen. Du möchtest Dr. Richter nicht sehen, stimmt's? Ich muss auf eine Weile allein sein und mir klar werden über alles. Warum versteht denn das niemand, auch Sophie nicht? Jetzt will ich dir was sagen und dann lasse ich dich auch in Ruhe. Der liebe Gott hat ein viel größeres Herz, als du glaubst. Er verzeiht alles. Sogar die Fehler, die wir uns selbst nicht verzeihen können. Und er liebt dich, Barbara. Er möchte, dass du glücklich bist. Also komm, steh auf und frühstücke was Ordentliches. Komm. Schwester Lotte ist gerade oben bei Barbara. Was? Was gibt es denn so Dringendes? Wer, Hans Lehmann? Kenn ich nicht. Ja, ja. Ja, wie du meinst, Felicitas, ist gut. Ja. Sag den Jungs, sie sollen die Flaschen in den Hof hochtragen. Ach, Agnes, koch doch bitte Barbara was Deftiges zu essen. Buchweizengrütze. Was Deftiges. Moment, Felicitas hat gerade aus dem Krankenhaus angerufen. Ein gewisser Heinz Lehmann liegt auf der Intensivstation und möchte Sie ganz dringend sprechen. Aha, Lehmann, Heinz. Ach ja, was hat er denn?
keine Ahnung, ich weiß nicht. Kennen Sie ihn? Ja, das ist der Gegenkandidat von Wöller. Barbara, wenn du mich brauchst, ich bin jederzeit für dich da. Danke. Ich mach dir eine richtig deftige Buchweizengrütze, ja? Herr Dr. Richter? Nein, Schwester, ich lasse mich nicht wieder wegschicken. Herr Dr. Richter, Barbara ist in der Klausur. Als ob sie sich da freiwillig vergraben hätte. Schwester, ich muss sie sehen, bitte. Es geht um meine Existenz. Ich glaube, Sie haben ein völlig falsches Bild vom Leben im Kloster. Bei uns wird niemand vergraben oder eingesperrt. Wir sind freie Menschen. In mancher Hinsicht sogar freier als alle anderen. Und wenn Schwester Barbara sich die Freiheit nimmt, sie nicht sehen zu wollen, dann sollten Sie das respektieren. Finden Sie nicht? Schwester Barbara und ich, wir lieben uns. Das mag ich Ihnen gern glauben. Aber gerade weil Sie sie lieben, sollten Sie etwas weniger an sich denken und mehr an sie. Oder? Jetzt reicht's mir. Der glaubt wohl, er kann mit uns machen, was er will. Was? Sag mal, hast du sie nicht alle? Da drin? Vor all den Leuten? Nur als kleine Überzeugungshilfe. Notfalls breche ich ihm eins an die Finger. Und das hat bis jetzt bei jedem geholfen. Spätestens beim Kleinen. Hallo, Hans-Peter. Ich fürchte, er kann zu spielen, bis du schwarz wirst. Das wird nicht reichen. Was wollen Sie hier? Ich habe Ihnen doch gesagt, ich zahle heute. Also spätestens morgen. Ich glaube, du musst mal aufs Klo. Spinnen Sie? Los, komm, 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 komm. Ich habe ausdrücklich gesagt, keine größeren Reisen, bis die Kohle da ist. Ich bin an einer ganz großen Sache dran, also machen Sie keinen Stunk. Große Sache? Mit den Nonnen? Ja, sie sitzen auf einer Lage uralt im Klostergeist. In mundgeblasenen Flaschen. Natürlich, klar. Geisterstunde oder wie? Na los, Herbert. Zeig dem Herrn mal, dass wir auch anders können. Alkohol, Schnaps? Was denken Sie? Wenn ich Glück habe, kriege ich 120.000 dafür. Wenn ich noch mehr. Ich warte auf einen Anruf aus Texas und London. Ist auch interessiert. Schnauze! Genau wieder so ein Floppy mit dieser Madonna-Geschichte. Rosenschneider oder sowas. Riemenschneider. Dass Sie mich geliefert haben, dafür konnte ich nichts. Aber der Deal mit den Nonnen, das wird kein Flop. Wenn Sie ihn mir nicht vermasseln. 20.000. Morgen. Versuch uns nicht zu verarschen, sonst breche ich dir alle Knochen. Tag. Herr Christlein, hat mich gefreut. Jetzt zu ihm gehen, aber höchstens 5 Minuten. Und du musst etwas deutlicher mit ihm reden. So ein Hörsturz beeinträchtigt die Gehörgänge. Außerdem ist dieser Patient dermaßen undiszipliniert. So, Herr Lehmann, da ist Schwester Lotte. Hallo, Schwester. Herr Lehmann, was machen Sie denn für Sachen? Halb so wild. Na, na, Herr Lehmann, damit ist nicht zu spaßen. Kann ich die Schwester bitte kurz unter 4 Augen sprechen? Bitte, aber nur 5 Minuten.
In einer Woche bin ich wieder auf dem Damm, meint der Doktor. Aber das war ein Warnschuss vor dem Bug. Ich höre auf, Schwester. Mit der Firma und mit der Politik. Soll sich mein Sohn damit rumärgern? Aber dann... Genau. Dann hat Wöller freie Bahn bei der Wahl. Weil ich glaube kaum, dass einer von den anderen Hanseln den Mumm hat, gegen ihn anzutreten, so kurz vor der Wahl. Es sei denn... Ich? Ja, sind denn in diesem Nest jetzt alle völlig übergeschnappt? Frau Laban hat mich draufgebracht. Zuerst habe ich auch gedacht, nur ein bisschen weit hergeholt, aber jetzt... Das ist doch absurd! Wie komme ich denn dazu, den Bürgermeister zu spielen? Dass Sie das Zeug dazu haben, das haben Sie mehr als einmal bewiesen. Dem Wöller hat noch keiner so lange den Schneid abgekauft wie Sie. Ach was! Bitte, Schwester. Sonst schafft es der Wöller noch. Mit seinem Spätzl Huber. Und die klotzen ihr Kongresszentrum auf ihr Kloster. Aber die Rechnung zahlen Sie und die Gemeinde. Ich weiß, Herr Lehmann. Und Gott sei Dank... Selbst wenn ich so vermessen wäre, auf Ihr Angebot einzugehen, ich kann das nicht selbst entscheiden. Dann reden Sie halt mit Ihren Oberen. Wenn Sie wirklich etwas wollen, dann hat doch keiner eine Chance gegen Sie, oder? Naja, manchmal kann ich mich schon durchsetzen. Aber es ist nicht immer zu meinem Besten. Das weiß man aber immer erst hinterher. Und wer es nicht probiert, der wird es nie wissen. Aber eins steht fest, Schwester. Das ist Ihre einzige und letzte Chance, Ihr Kloster zu retten. Und nebenbei der Gemeinde einen Dienst zu tun. Und zwar einen wirklich gemeinnützigen. Überlegen Sie sich's wenigstens. Gut. Aber halten Sie nicht die Luft an deswegen. Schade, dass Sie... Naja, Sie sind eine tolle Frau. Und wenn ich nicht glücklich verheiratet wäre? Vorsicht! Keine Aufregung, hat der Arzt gesagt. Ich wünsche Ihnen gute Besserung. Vorsicht, ja. Mach doch das Glas auf. Und auf den Alkohol, das ist wirklich teuer. Jetzt wartet doch mal ein bisschen. Passt ja auf, dass nichts runterfällt. Ein bisschen Arbeit für die Medizin, ja. Passt ja auf, dass sie nichts verschüttet. Danke. Prima. Kein Problem. Es müssten dann alle sein, bis auf ein paar Flaschen. Die behalten wir für uns. Hat der Wagen nochmal gestreikt? Läuft wie geschmiert. Super. Wo ist Barbara? Im Kindergarten. Und Sophie musste ins Pfarrhaus. Sie lässt ihn ausrichten, dass sie den Kräuterrest auf keinen Fall dem Herrn Christlein geben dürfen. Sie hätte was Besseres. Wem? Keine Ahnung. Ach ja, und der Herr Christlein hat schon zweimal angerufen und bittet dringend um Rückruf. Danke. Aber erst muss ich was essen. Ja. Was ist das? Buchweizengrütze von Herrn Mittag muss nur aufgewärmt werden. Danke. Ja. Ein Apfel tut's auch. Ja. Christlein? Endlich. Gerade wollte ich zurück nach München. Das können Sie auch beruhigt tun. Wir sind nämlich gerade dabei, neue Angebote zu prüfen. Was? Wieso? Vielen Dank für Ihre Bemühungen. Wir kommen gegebenenfalls auf Ihr Angebot zurück. Moment, Schwester. Ich war inzwischen auch nicht untätig und... Ich habe meine Kontakte spielen lassen und jetzt halten Sie sich fest. Ich bin autorisiert, Ihnen 30.000 für die Lage anzubieten. Das klingt schon viel besser. Von wem? Der Käufer möchte gerne anonym bleiben. Und außerdem besteht er darauf, dass ich die Ware noch heute übernehme. Ist das zu machen? Schon. Ich habe die Flaschen im Hof bereitstellen lassen. 30.000 in bar? Bar-Scheck vom Auktionshaus Müller. Leb sanft und Christlein, also so gut wie bares. Passen Sie auf. Ich komme jetzt vorbei und wir machen den Vertrag. Hm? Seien Sie mir nicht böse, Herr Christlein, aber das geht mir alles zu schnell. Ich möchte die Sache noch mal überschlafen. Ich rufe Sie dann morgen an. Auf Wiederhören. Schwester? Schwester? Schwester! Ja, mein Lieber, das war's dann wohl.
Hier, Herbert, hier ist was für dich. Schlanke Enddreißigerin, sportlich, musisch interessiert, nicht unvermögend. Sucht Bekanntschaft eines Herrn, nicht über 50. Zweck gemeinsam wandern, Konzertbesuchen etc. Das wäre doch was für dich. Hä? Nee, hier, die Tussi, die hat Kohle. Spätere Heirat nicht ausgeschlossen. Red keinen Stuss. Hey. Der Typ geht stiften. Frau Schneider, bitte. Was ist denn? Das sieht aber komisch aus. Also, Adrian, Entschuldigung, Schwester. Also, Kind, komm. Ist schon gut. Sind Sie verrückt? Los, gehen Sie. Sie machen mir das Geschäft kaputt. Ist das der Stoff oder was? Diese vergammelten Flaschen. Ja. Und wo Sie schon mal hier sind, können Sie mir helfen, die einzuladen. Na los. Ich muss damit heute noch in München sein. Sonst können Sie ja Geld abschreiben. Was ist los? Fass mal mit an hier. Sau schwer, die Teile. Du verstehst sicher, was ich meine. Mit 30.000 komme ich einfach nicht weit. Und zum Wochenendseminar haben sich auch wieder nur 5 angemeldet. Gut, das ist mehr als beim ersten Mal, aber das reicht doch nicht aus, um die ehrwürdige Mutter davon zu überzeugen. Aber dass ich mich deshalb zur Wahl aufstellen lassen soll? Oh Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Das war. Und Flaschen schon. Schwester Lotte, schnell! Der Herr Christler lädt die Kisten ein. Oder haben Sie sie ihm jetzt doch verkauft? So ein Schlawiner! Hallo? Hallo, Sida, was machen Sie denn da? Ach, Schwester Lotte, ich dachte mir, ich lade schon mal ein. Herr Christlein, Sie sind wohl schwer vom Begriff. Ich habe Ihnen doch gesagt, die Sachen bleiben da. Komm, laden Sie das wieder aus. Sonst noch was? Wer sind Sie überhaupt? Schwester, jetzt hören Sie doch erstmal. Ich habe noch mal mit meinem Kunden telefoniert. Er ist auf 40.000 hochgegangen, aber das ist sein letztes Wort. 40? Genau. Und das nur, weil er unbedingt diese Flaschen haben will. Der Inhalt interessiert ihn nicht. Sie haben das Große losgezogen, Schwester. Mehr kriegen Sie sonst nirgendwo. Und jetzt schreibe ich Ihnen einen Scheck. 40.000 Leute, das reicht doch, oder? Außerdem, wenn ich das alte Rezept finde, können wir so viel selber machen, wie wir wollen. Aber wir haben doch noch das Rezept nicht mehr. Hier, spätestens Montag, ist das Geld auf Ihrem Konto. Tut mir leid, aber das geht nicht. Hey. Die Ware ist beschlagnahmt und Eigentum des Gläubigers, spricht der Gemeinde Kaltental. Ich darf Sie bitten, die Ware wieder auszuladen und so lange sachgemäß zu lagern, bis der Pfändungsbescheid aufgehoben ist.
Zwangsvollstreckung? Schwester, sagen Sie, dass das nicht stimmt. Herr... Ludwig. Ludwig. Das kann ja alles nur ein Missverständnis sein. Wir wollen nur verkaufen, damit wir unsere Schulden bezahlen können. Genau. Fänden Sie von mir aus den Scheck oder das Konto der Dame? Das ist etwa heißen, das Geschäft ist geplatzt. Nein. Ich fürchte schon. Aber... Was ist denn jetzt los, hä? Es ist Ihnen unbenommen, die Sachlage in einem Antrag an die Gemeinde klarzustellen. Bis dahin sind mir die Hände gebunden. Herr Ludwig, seien Sie ehrlich, da steckt doch unser Bürgermeister dahinter. Die Flaschen bleiben auf dem Wagen. Ich bin in einer halben Stunde. Ja, Moment, ich brauche eine Unterschrift. Ich verstehe das nicht. Was machen wir denn jetzt? Ja, was weiß ich, Sie haben es ja selber gesehen, das ist höhere Gewalt, da kann ich auch nichts machen. Ich sehe nur, dass du mal wieder Scheiße gebaut hast. Ich... Ja, mitkommen. Moment, Moment. Aber meine Herren! Hört auf! Bis hierher und nicht weiter. Dies ist eine geweihte Stätte. Geweihte Stätte. Nicht zu vergessen die Liegesitze und Airbags, ja, die serienmäßig eingebaut sind. Und weil Sie es sind, Herr Oberstudienrat, lege ich noch einen CD-Player oben drauf. Da sparen Sie ungefähr 500 Euro bei diesem Modell, Herr Oberstudienrat. Herr Wöller, ja? Ich muss mit Ihnen reden. Bitte, aber nicht jetzt. Sie sehen doch, Herr und Frau Studienrat Kercher sind gerade dabei, Ihre wichtigste Entscheidung im Leben zu treffen. 150 oder 220 Kubik. Ach, Sie wollen dieses Auto kaufen? Das steht ja schon seit Monaten hier. Außerdem ist es von letztem Jahr. Die Schwester Lotte. Immer für einen munteren Scherz zu haben. Was halten Sie davon, wenn Sie sich hinter Steuer setzen? Ich bin dann in 10 Sekunden für Sie beide gleichsam gewissermaßen da, ja? Sind Sie total übergeschnappt? Sie können mir doch die Kunden nicht verkraulen. Ich kann noch was ganz anderes. Nämlich zur Zeitung gehen, um endlich Ihre Machenschaften ans Licht der Öffentlichkeit bringen. Machenschaften? Was kann ich denn dafür, dass Sie Ihre Rechnung nicht bezahlen? Also doch, Sie stecken dahinter. Was? Dass bei uns der Gerichtsvollzieher auftaucht, just in dem Moment, wo wir endlich an Geld kommen könnten. Was kann ich, wovon Sie reden? Geld genug, um die Schulden an die Gemeinde zu bezahlen. Aber das passt Ihnen ja nicht in den Kram, weil es Ihnen den Wind aus den Segeln nehmen würde. Also Schwester, ehrlich, ich werde mal zum Arzt gehen. Das kennst du schon, Verfolgungswahn, was Sie hier veranstalten. Der Gerichtsvollzieher steht bei uns auf dem Hof. Das ist keine Wahnvorstellung, denn Sie haben ihn uns geschickt. Der Gerichtsvollzieher kommt zu jedem, der auf die dritte Mahnung nicht reagiert, Schwester. Das ist gut möglich. Aber wie soll ich meine Rechnungen bezahlen, wenn Sie mir das Geld wegnehmen? Das ist doch hirnverbrannt. Ja, das ist eine verzwickte Frage. Aber ich bin gerne bereit, Sie auf die Tagesordnung zu setzen. Sagen wir, die erste Sitzung nach dem Wahl. Bei den Stämmen in Nigeria gibt es einen Spruch, der wunderbar in diese Situation passt. Wer lange genug am Ufer sitzt, wird irgendwann seine Feinde alle als Wasserleichen vorbeiziehen sehen. Ja, ja, aber wir sind hier im zivilisierten Teil der Welt und nicht im Busch bei den Kaffern. Na, ist das ein Wagen? Ha? Mit Liegesitzen? Nein, meine Frau meint, wir sollten vielleicht doch noch etwas abwarten. Wir kommen noch mal vorbei. Danke. Bitte. Naja, bei der Auktion, da läuft vieles über Bargeld ab und an dem Abend waren 100.000 in der Kasse. Was, Sie haben 100.000 Mark verspielt? Euro. Ja, und mit unserem Klosterlikör wollten Sie sich wieder sanieren, ne? Was soll ich denn machen? Wir herrschen raue Sitten in dieser Szene. Guck mal, da kommt die Obernonne wieder. Wir werden diese Knalltüte Christlein kassieren und platzen lassen. Entschuldigung, Schwester. Können wir Ihnen helfen? Hey, was soll das? Warten Sie los! Eigentlich vor sich. Spielschulden, Spielschulden! 100.000 Mark, Euro! Ich hab's doch gesagt. Unsere Flaschen sind wesentlich mehr wert.
Sie wollten uns betrügen. Ohne meine Connections hätten Sie nicht mehr gekriegt. Mit anderen Worten, Sie wollten über 100.000 Euro kassieren von einem mysteriösen Auftraggeber. Diese Typen, die brechen mir alle Knochen im Leib, wenn ich nicht zahlen kann. Schwester, bitte. Ruft Wachtmeister Meier an. Herr Christlein, stehen Sie bitte auf. Jetzt erzählen Sie schon. Das bringt doch nichts. Sie haben den Riegel vorgeschoben. Aber da oben ist ein Fenster auf. Hey. Jetzt brauchen wir nur noch eine Leiter, dann können wir da oben einsteigen. Na, Herbert, dann geh du mal eine suchen. Fass mit an. Schönes Ding. Mach schon, Herbert. Herum! Mann, was lass denn jetzt gehen, Mensch, Herbert? Und Stöcke, komm doch. Ja. Achtung, der Ziegel. Also. Los jetzt. Auf da. Ja, schon. Hallo, ich wollte erst. Was ist das? Also so geht's ja nicht. Und das am helllichten Tag. Hey, hallo. Hallo? Hallo, die brauchen wir. Na toll, super. Schnell, da wollen zwei einsteigen über den Boden. Ich laufe über die Seiten. Ganz toll, Herbert. Weißt du, ist das Fenster auch noch zu. Mann! Falls Sie unbedingt ins Kloster wollen, dann sind Sie hier an der falschen Adresse. Das ist hier nur für Frauen. Und jetzt werde ich euch mal ganz easy runterholen. Die Computerleitung nach Kaltenthal ist ständig besetzt. Ich komme einfach nicht durch. Die Telefonleitung auch? Ja. Ich fürchte, das ist kein Zufall. So wie ich Schwester Lotte kenne, läuft da wieder irgendwas. Versuchen Sie es nochmal. Und wenn morgen immer noch kein Durchkommen ist, bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig, als wieder nach Kaltenthal zu fahren. Das können Sie mitnehmen. Den Brief an Herrn Wöller bitte per Eilboten und eine Kopie an Bauunternehmer Huber. War's das dann für heute? Ja, danke. Ich bin Ihnen zu allergrößtem Dank verpflichtet, Herr Meier. Bitte versuchen Sie, die beiden Ganoven unter Verschluss zu halten, bis ich die Sache mit Herrn Christlein geklärt habe. Das wünsche ich Ihnen auch. Einen schönen Tag noch. Wachtmeister Meier meint, übers Wochenende haben Sie Ruhe von den beiden und wenn Sie bereit wären, eine Aussage zu machen und den Zockerladen hochgehen lassen, dann wären Sie Ihre Schulden los. Ja, klar, dann bin ich auch ein toter Mann. Kommen Sie. Wohin? Kommen Sie. Du sitzt ja schon wieder dran. Ich bin im Internet. Schauen Sie doch mal. Gleich. Na los. Sag schon. Jetzt setzen Sie sich und bringen das mit sich ins Reine. Schwester, das ist doch sinnlos. Irgendwann muss die Polizei die beiden sowieso wieder freilassen. Und wer seine Spielschuld nicht bezahlt, der ist ein toter Mann. Jetzt hören Sie auf zu jammern und setzen Sie sich. Dieses Schlamassel haben Sie sich eingebrockt, ganz alleine Sie.
Also gehen Sie in sich, Herr Christlein. Und erweisen Sie sich Ihres Namens würdig. Endlich. Entschuldige, Herr, aber das musste sein. Klostergeist. Was? Ja, ein Schnapspaprikant aus Texas. Ich muss nur auf Enter drücken, dann ist der Deal perfekt. Soll ich? Ich habe. Geht denn das? Woher wissen wir denn, ob wir von dem Geld jemals was zu Gesicht bekommen? Das läuft alles über die Auktionswebsite. Mhm. Da kann uns gar nichts passieren. Der kriegt die Ware erst, wenn er bezahlt hat. Bitte, das klappt schon. Ja, besser als nichts. Das ist doch ein toller Preis. Verkauft! Ich drücke nur noch schnell die Bestätigung aus. Den Klostergeist verkauft. Für 1000 Euro die Flasche. Das wird ja den Abschied etwas versüßen. Felicitas. Gute Nacht. Moment. Ich habe noch etwas auf dem Herzen. Man ist an mich herangetreten und hat mich gefragt, ob ich mich aufstellen lasse zur Wahl als Gegenkandidat von Böller. Ich habe natürlich abgelehnt. Ich bin Nonne und will Nonne bleiben. Schade. Agnes. Na, die Wahl würde sie doch sowieso nicht gewinnen. Aber das wäre doch eine Sensation. Und die beste Werbung für unsere Sache. Dazu werde ich nie meine Zustimmung geben. Doch. Und weißt du auch, warum, Felicitas? Weil du dein ganzes Leben hier verbracht hast und nachts nicht schlafen kannst. Aus lauter Angst, dass sie aus dem Kloster ein Konferenzzentrum machen und du von hier weg müsstest nach München oder Köln oder irgendwohin. Darum, Felicitas. Also ich find's irgendwie cool. Jetzt streite doch nicht über ungelegte Eier. Nein! Jeder glaubt, mit uns machen zu können, was er will. Und wir müssen ja immer nur demütig und gehorsam sein. Agnes, von Politik verstehst du nichts. Halt dich darauf. Was hat denn das mit Politik zu tun? Wenn Schwester Lotte nicht gekommen wäre nach Kalfenthal, dann gäbe es uns schon lange nicht mehr. Die Mutter Oberin. Die Mutter Oberin, für die sind wir doch nur eine finanzielle Belastung. Wenn es nach ihr ginge, dann wären wir schon längstens verkauft. Und selbst, Lotte, wenn das alles gar nichts bewirkt, dann haben wir einmal nicht immer nur Ja und Amen gesagt. Gott verzeih mir. Genau. Nein, Lotte, ausgeschlossen. Ich habe doch gesagt, dass ich nicht will. Ich kann es ja auch gar nicht. Aber danke, dass du mir das zugetraut hast. Darf ich auch mal? Denkt, dass ein Schluck rund 200 Euro wert ist. Lass mich auch mal kosten. Was ist das denn? Christlein. Dieser Dreckskerl! Nicht so viel. Ist doch wahr. Da retten wir seine Haut. Und er? Was machen wir denn jetzt? Wir müssen sofort die Polizei verständigen. Nein, komm. Aber... Wir haben getan, was wir konnten. Jetzt ist jemand anders dran. Sie meinen Gott? Also meiner Erfahrung nach bringt das nicht viel. Der ist so weit weg. Ganz im Gegenteil. Wir übersehen ihn einfach manchmal. Kann ich Ihnen helfen? Wenn er wieder mitmacht, dann folgen Sie mir mal, ja? Hast du das gehört? Du bist zu weit weg, sagt Sophie. Ich komme.
kann sie verstehen. Du machst es halt wirklich nicht ganz leicht, dich zu sehen. Ich meine so allgemein, nicht die Geschichte mit dem Christlein. Da geht's ja nur um Geld. Nein, all die anderen Sachen. Die Krankheiten, das Elend, die Kriege, die Plagen der ganzen Menschheit. Ja, natürlich. Wir sind an allem selber schuld, weil wir so schwache Menschen sind. Aber du könntest einem doch wirklich helfen, ein bisschen klüger zu werden. Mir auch. Was mache ich nur? Jetzt ist das Geld auch noch weg. Mal die. Ja, danke. Hier. Die würde ich an Ihrer Stelle behalten, bis die ganze Sache ausgestanden ist. Es tut mir leid, Schwester. Ich wollte sowieso umkehren. Ehrlich. Blödsinn. Abhauen wollte er. Aber sein Wagen hat nicht mitgemacht. Ist gar nicht so leicht, ein schlechter Mensch zu sein, nicht wahr? Kommen Sie. Danke, Herr Meier.